Berchtenlife sind seit jeher ein fixer Teil der Salzburger Volkskultur. In den letzten Jahren gerieten jedoch immer öfter wichtige Teile dieses Brauchtums in Vergessenheit. In Abtenau besinnt man sich dieses Brauches wieder und so waren wir am Samstag zu Gast beim traditionellen Berchtenlauf. Natürlich durften bei diesem Spektakel die Abtenauer Dreikönigsreiter auch nicht fehlen. Abgesehen vom schlechten Wetter war die Stimmung am Samstagabend in Abtenau perfekt für den Krampuslauf, der aus mehreren Gründen etwas ganz Besonderes war. Wir sind jetzt in den letzten Jahren einfach extrem weit von dem Brauchtum weggekommen. Und wir haben uns einfach gedacht, das Brauchtum, das kehrt wieder her, zurück zu Insid Abtenau. Und jetzt machen wir den Berchtenlauf zum zweiten Mal jetzt. Und wir hoffen, dass es noch viele Jahre so weitergeht und dass wir jedes Jahr mehr Berchten und mehr Figuren zusammenbringen. Doch zurück zum Anfang. Wo haben die Berchten denn eigentlich ihren Ursprung? Die Berchten sind ja das früher gewesen, dass sie eigentlich im Winter vertreiben und dass sie einfach Fruchtbarkeit bringen, Glück und Segen und ein bisschen ein Reim im neuen Jahr. Die Rutenschläge oder die Rotschwanzschläge bringen Fruchtbarkeit im neuen Jahr. Und ja, dass einfach der Frühling wieder kommen sollte und nicht mehr die kalte und die finstere Zeit. Anders als bei einem Krampuslauf stehen hier nicht der Nikolaus und der Krampus im Vordergrund. Hier treten andere Figuren auf. Doch woher bekommen sie ihr Outfit und um welche Figuren handelt es sich? Ja, das ist eine originale Pinzgauer Gars und eine Schneejacke und ein bisschen ein Garsscheike dazu. So wie es früher gegangen sind. Früher haben sie keinen Krampalfell gehabt oder keinen Berchtenfell gehabt. Sie sind einfach die Knechte von Haus zu Haus gegangen und sie haben sich als Berchten verkleidet. Also besonders beim Berchtenlauf ist sicher die Hoverngars, die was aus zwei Personen besteht im Endeffekt, also zwei in eins. Dann ist der Tod noch da, der Schmied, der alte Mann. Das sind alles so verschiedene Figuren, die was auch früher ganz stark da waren und einfach ein bisschen angekommen sind. Es ist natürlich extrem schwer, dass man sich ein Leute findet, die was sie für einmal im Jahr gerade die Figuren anschaffen, weil es natürlich alles eine Geldfrage ist. Ja, ist oft schwierig. Man muss sich einfach das selber machen. Und das ist mit viel Arbeit verbunden, das kostet auch Geld. Und wir brauchen viele junge Leute, die was das machen. Und wir haben eben mit den Rauchecktäufeln und mit den Unterbergteifeln haben wir einen gefunden, die was sowas machen. Und ich glaube, das war bis aufs Wetter war das ganz okay heute. Ebenfalls zu bestaunen waren am Samstag die Abtenauer Dreikönigsreiter. Die vier Reiter und drei Könige ziehen von Haus zu Haus und bestellen den Bewohnern einen musikalischen Gruß. Im Namen der Abtenauer Königsreiter möchte ich euch ein gutes und vor allem ein gesundes neues Jahr wünschen. Ich bin einer von den drei Könige, weil der vierte ist eigentlich bei uns als Vorreiter gedacht. Weil das mit den drei Königen kommt eigentlich so, weil früher ist man ja der Meinung gewesen, dass es nur drei Erdteile gibt, also Asien, Europa und Afrika. Und da darf halt ich in Schwarzen dastehen. Und bei den drei Figuren geht es auch ein bisschen darum, dass einer quasi einen 60-Jährigen darstellt. Das ist eher so der Erfahrene und der Greis. Dann einer mit 40 Jahren, das ist quasi einmal in dem besten Alter. Und einer ist eben ein 20-Jähriger, so quasi ein junger Hupfer, wenn man so sagen kann. Also der Brauch ist ja so, dass es hat in Abtenau früher ein altes Dreikönigsspiel gegeben und auf das knüpfen wir ein bisschen an. Also wir reiten zu einem Bauern hin oder zu einem Haus, spielen zuerst ein traditionelles Dreikönigslied, dann überbringen wir unsere Neujahrswünsche und die Referenz und dann wird quasi mit einem Glückwunschlied für das neue Jahr wird die Referenz beschlossen und wir reiten weiter zur nächsten Station. Die Abtenauer Königsreiter traten heuer zum zweiten Mal auf und zum ersten Mal in neuen Kostümen, die durch viele Unterstützer erst möglich wurden. Das ist so, wir machen das jetzt das zweite Jahr. Wir haben voriges Jahr den ersten Auftritt gehabt. Da ist es so abgelaufen, dass uns die Annaberger Königsreiter in ein Gewand geliehen haben. Und dann haben wir noch die Annaberger Königsreiter unseren Auftritt gehabt. Und heuer haben wir geschaut, dass wir selber eingekleidet werden.
Ja, wir haben heuer unsere eigene Kleidung mit und da haben wir große Unterstützer gehabt. Das ist unter anderem die Pfarre Abtenau und die Raiffeisenkasse Abtenau. Das waren unsere großen Unterstützer und durch das sind wir jetzt frisch eingekleidet. Beide Gruppen, die Abtenauer Perchten und die Dreikönigsreiter, werden auch 2014 wieder in Erscheinung treten.